Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Belfast, ein wirklich sehr interessanter Film, der auch bei den Oscars einiges an Beachtung bekommen hat, was er genau kann. Das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Wenn sie dich nicht verstehen, dann hören sie dir nicht zu. Du weißt, wer du bist, oder? Du bist Buddy aus Belfast, wo alle dich kennen. Wir sind im Sommer 1969 in der nordirischen Hauptstadt Belfast und im Mittelpunkt der Geschichte steht Buddy, ein 9-jähriger Junge, und er lebt zusammen mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel. Und nach spitzt sich die Lage immer weiter zu. Proteste zwischen Protestanten und Katholiken werden immer größer, beziehungsweise Straßenschlachten, und es ist wie so eine Art kleiner Bürgerkrieg. Und da sind wirklich sehr, sehr harte Dinge passiert, und wir sehen das Ganze hier aus einer ganz neuen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eines 9-jährigen Jungen. Und das ist an vielen Stellen sehr unterhaltsam, weil der kleine Junge einfach super gute Sätze raushaut. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch die wirklich erschreckende Realität, wie es damals zuging teilweise, was Straßenschlachten und die Brutalität angeht. Und der Junge da irgendwie mit seiner Familie das schaffen muss. Also das ist so ein Wechselbad zwischen tollen Momenten und erschreckenden Momenten. Erzählerisch sehr schön hinbekommen, in 90 Minuten, nicht zu kurz und auch nicht zu lang. Also das ist voll in Ordnung. 4 von 5 Punkten für die Geschichte. Hat Kenneth Branagh wirklich gut gemacht. Weiter geht's zum Schauspiel, und da haben wir eben den kleinen Jungen, gespielt von Jude Hill. Unfassbar gut. Also der liefert richtig gut ab. Andere bekannte Gesichter wie zum Beispiel Jamie Dornan oder auch Karen Hinz oder Judi Dench, also guter, bekannter Cast, liefern alle gut ab. Da kann man nicht meckern. Allerdings das größte Problem ist dieser Akzent. Die sprechen extremes British bzw. teilweise auch irisches Englisch, und wow, ohne Untertitel läuft da gar nichts teilweise. Das ist super schwer zu verstehen, und dementsprechend, da ist auf jeden Fall mit Untertiteln empfohlen, wenn nicht sogar die deutsche Version, die ich allerdings nicht gesehen habe. Dementsprechend da aber schauspielmäßig richtig gut, 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt zur Technik, und ich muss sagen, da ist der Film besonders, denn er ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht, beziehungsweise nicht ganz, aber die Haupt- und wichtigsten Sachen sind in Schwarz-Weiß, und das ist einfach super gut ausgeleuchtet zum einen. Also Schwarz-Weiß ist immer eine Herausforderung, und die haben das hier richtig gut gemacht, wurde digital gedreht und auch von den Sets und alles super authentisch, toll geworden. Aber das Schwarz-Weiß und die verschiedenen Blickwinkel, also die Kameraarbeit ist richtig, richtig gut, dementsprechend da auch 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Belfast ist ein Film, der mich überrascht hat. Es war schon zu erwarten, dass der Film gar nicht so schlecht sein soll, weil er international relativ gut bewertet wurde. Aber er ist noch was Besonderes geworden, weil es eben diese ganz neue Sichtweise ist. Und er kommt für unsere Verhältnisse wieder mal relativ spät. Also im Sinne von 4, 5 Monate, nachdem er überhaupt in den USA gestartet ist oder in England. Dementsprechend sehr, sehr schade. Und da wäre auf jeden Fall deutlich ein früherer Start, fände ich gut. Weil jetzt zu den Oscars wird es da an manchen Stellen vielleicht ein bisschen knapp für manche, den zu sehen, weil es eher ein arthausiger Film ist, und den sollte man vielleicht vor den Oscars schon gesehen haben. Sehr schöner Film, kann ich empfehlen, 4 von 5 Punkten. Insgesamt dann 16 von 20 Punkten, starker, guter Film geworden, kann ich definitiv empfehlen, auch wenn er vielleicht etwas Spezielles, aber erschreckend und schön zugleich. Das war's soweit mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke, in diesem Sinne bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!